Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir wollen heute definitiv am Lager weiter basteln. Hab mir auch schon mal zwei Better Barrels geholt von Jabba und eine Crafting Station, weil die werden wir zusätzlich jetzt auch brauchen. Ich brauche noch tropisches Holz. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Kann ich nämlich gleich sägen lassen. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen da was von den anderen Holz sägen. Brauche drei Durchgänge, brauche ich Minimum. So. Dass ich das da schnell machen kann. Dass ich wenigstens ein paar Slabs habe, weil die werde ich auch gleich brauchen. Vielleicht muss ich sogar in der Folge schon die ersten Catwalks bauen, damit ich eventuell oben auch was drauf versetze. Weil ich werde natürlich nicht nur von den einen nach oben gehen, sondern auch von den großen draußen. Wenn mir der Platz nicht reichen sollte, muss ich dazu sagen. Weil wäre Blödsinn, ne? Wenn ich sage, okay, jetzt habe ich da eine riesen Wand hingezimmert, ne? Und dann hast du eine Wand voll und die anderen drei Seiten sind leer oder die anderen zwei. Nee. Ja, wie gesagt, wir haben in die Richtung, da hinten. Also, da lang. Den Finger seht ihr ja nicht. Da lang, da. Wir haben ja vier Möglichkeiten. So. Dann heißt es jetzt, du kommst rein. Dich stelle ich erstmal hier hin, weil ich will ja auch eventuell was bauen können. Scaffolds haben wir ja auch noch dabei. Better Barrels haben wir dabei. Den Coal Dust hätte ich nicht dabei haben müssen. Schmeiß ich mal schnell rein. So. Dann heißt es ja, wir haben jetzt diese Frames. Der Frame Cut dahin. So, ich möchte auf jeden Fall haben Dirt. Aber ich finde, das schaut ein bisschen doof aus. So, jetzt müssen wir uns das mal angucken. Es schaut eigentlich ganz gut aus. Jetzt muss ich mir das mal in geschüsselt angucken. Weil da gibt es dann noch ein paar schöne, wie zum Beispiel den da. Ich weiß noch nicht, wie der ausguckt. Hat er was geändert? Ja. Hat sich was geändert. Ich finde, der ist hübsch. Also, außenrum, klar. Dirt, weil da soll Dirt rein. Und dann nehme ich mir den schon mal raus. Und es wird schon wieder dunkel. Oder es ist schon wieder dunkel. Nicht es wird, sondern es ist. Und dann mal kurz hinlegen. So. Dann, ja genau. Dafür haben wir jetzt diesen Bereich. Also ich habe hier einmal den kleinen Bereich. Habe ich mir am Anfang überlegt, ob ich da auch was drauf mache. Könnte ich ja machen. Habe ich mich aber dagegen entschieden, denn das wird der Bereich sein, wo mein Reinfüllen irgendwann drin sein wird. Also das heißt, hier werden irgendwann entweder Kisten, Jabba-Fässer, Tanks, whatever drinstehen, die dann sozusagen das Zeug aufräumen. Irgendwann. So, aber das heißt, wir fangen jetzt an mit dem Zeug zu arbeiten und ich fange hinten an, weil, richtig, ich kann da nach oben bauen, ohne dass ich mir einen Hals breche. 1, 2, 3, 4 und jetzt nach vorne ziehen. Auch 1, 2. Das kommt jetzt nämlich genau immer dahin. Das heißt, da kommt. Nein, das war falsch. Das wird sozusagen so eine schöne Umrandung für mich. Dahin.
Und ich mache es auf jeden Fall auch bis daher. Einfach nur wegen Optik. Auch warum, dass ich da schon ein bisschen mehr habe. Weil ich habe für mich natürlich schon mal probiert, ob das gut ausschaut. Wo ich das Lager das erste Mal aufgebaut habe. Und dann sieht er, ne, ich habe es auch wieder abgebaut, weil wir es ja zusammen machen. Kann ich ja auch Singleplayer machen oder für mich selber spielen, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja zusammen. Ihr wollt gucken, ich will bauen. Das haben wir schon mal auf jeden Fall. Wie gesagt, da kommen dann auf jeden Fall auch die Catwalks dran. Wie gesagt, dass ich halt dann auch nach oben gehen könnte. Wenn ich muss. Ja. Genau. Jetzt haben wir hier dann sozusagen unseren kleinen Bereich. Und ich gehe jetzt sozusagen von vorne nach hinten mit den wichtigsten Materialien und ja, ich schaue da auch ein bisschen drauf, wie es dann ausschaut. Ich weiß, dass es bei der Barrel irgendwann nochmal raus muss, aber das kann man mit der Dolly rausziehen. Das ist das wenigste Problem. Aber ich baue immer beide mittlerweile rein. Hier. Also Dirt, das ist ja den, wo wir als erstes brauchen. Und der kommt hier hin. Irgendwann wird die Platte unter ihm verschwinden. Momentan noch nicht. Irgendwann. Weil dann kommt da dran ein Drawer, wenn ich den Controller baue. Denn, wie gesagt, ich habe das in der vorletzten Folge habe ich schon angeteasert, dass ich hier Material habe, um was bauen zu können. Denn der Drawer Controller, der da, der ist HV oder MV mit HV Elementen. Und zwar, ich brauche Stainless Steel Plates, ich brauche ein Good Circuit und ich brauche eine Diamantplatte und ich brauche Obsidian Platten und die Copperator. Die Copperator werden etwas aufwendiger wird das sein, zu basteln. Darum mache ich es momentan noch nicht. Vor allem macht auch noch momentan keinen Sinn, weil hier noch nichts drin steht. Da müssen wir erstmal hier richtig klotzen. Das ist ja das, was wir jetzt in dieser Folge machen. Könnte es sein, dass der ziemlich schnell kommt. Könnte es sein, dass der auch noch ein bisschen auf sich warten lässt. So, also, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den da hier hingestellt, den Framed. Und jetzt kommt drauf das Better Barrel. Warum nehme ich jetzt beide? Ich habe ja das schon mal gesagt. Der da haut ins Inventar. Der da schmeißt auf den Boden. Ich sammle auf. Haben beide Vor- und Nachteile. Und wie gesagt, dann müsst ihr euch halt irgendwann hier dieses Hopper-Relais dann drunter vorstellen. Und wenn ich das halt habe, dann habe ich hier halt die Chance, dass ich das immer nach unten abfüllen kann. Weil das brauche ich dann nur, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt los und suche mir und muss meinen Rucksack füllen. Dann gehe ich in den rein. Und wenn ich sage, ich muss mein Inventar füllen, dann gehe ich in den rein. Ganz einfach. So, jetzt muss ich mal hoffen, dass ich noch ein Upgrade habe. Wenn ich nämlich keins habe, habe ich ein Problem. Sonst müsste ich mir jetzt noch schnell eins bauen. Und ja, okay, ich habe den anderen Assembler, das heißt, es wird schneller. Verkürzung der Zeit, Verdoppelung der Vervierfachung der Energie, glaube ich, war das. So, kann ich da einen rausnehmen? Der ist komplett im Gebrauch. Der ist komplett im Gebrauch. Die sind auch beide komplett im Gebrauch. Kann ich den Teen? Nein. Schade. Schade. Ja, ich glaube, ich habe aber nur 5 Stück gebaut. So, das heißt jetzt, ich brauche jetzt nochmal für meinen Drawer
Upgrade. Das bist du. Das heißt, ich brauche jetzt dafür Pistons und ein Drawer. Alles kein Problem. Nicht mehr. Ich habe Drawer hergestellt, ich habe Pistons hergestellt. So, gehen wir gleich zum Assembler Nummer 2, weil der ist ein bisschen schneller. Also ich brauche noch nur 3 und nicht 4. So, kommst rein. Du kommst rein. Wie gesagt, der ist ein bisschen zügiger als der da drüben. So, dann kann ich gleich mitnehmen den Schlüssel. Deswegen bin ich auch noch hergelaufen. Ich muss auf jeden Fall auch noch... doch, ich habe noch einen. Ha! Ja, ist egal. Kann man nicht zu wenig haben. So, dann nehme ich dich auch gleich mit. Wie gesagt, wird auch irgendwann interessant sein. Vor allem, wenn halt irgendwann die Ärzte alle nur noch aufräumen. Weil ich es... Also ich vermute, dass die Lagerhalle mit den Ärzten eher steht als die Erzverarbeitung. Ja, weil zum Beispiel Kasse, also solange ich nicht richtig da durcharbeite, weil ich brauche HV dafür. Ich brauche den Cleanroom und ja, das dauert noch ein bisschen, bis ich da dran komme. Weil es ist alles HV. So, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal das da. Jetzt kommt wieder der Vorteil. Zack, zack. Und das mache ich jetzt nämlich immer so. Dahin. Dahin. So. Jetzt haben wir den alles so schön eingebaut. Und jetzt wisst ihr auch gleich, wo der nächste Drawer hinkommt. Da, wo der gerade steht. So, dann kommst du da rein. Und ich mache das Schloss zu. Und da kommen dann auch irgendwann noch diese anderen Upgrades rein. Ich werde nur von diesen Storage Upgrades immer nur 4 Stück reinmachen, weil der 5. wird sein, wie voll das Teil ist. Dass ich das optisch sehe. Und auch bei den Drawern ist es leider auch so, glaube ich zumindest, dass wenn ich die jetzt nicht so rausziehe, sondern das Ding abbaue, dass er mir, glaube ich, einen Stack gibt und der Rest ist weg. Und ich brauche das Zeug noch. Also, was ich da hinten noch alles auffüllen muss und unten teilweise noch auffüllen muss und vorne noch auffüllen muss, ja, da werden wir noch ganz schön Erde brauchen. So, und vor lauter Freude darf ich den Ober nicht vergessen. Kann auch sein, dass ich, also wie gesagt, das wird erst alles passieren, wenn ich halt merke, dass der untere voll ist. Genau. Deswegen zur Erklärung, warum dann teilweise noch Java oben drauf ist. Wenn ich habe unten ja nur 4 Slots. Und das sind ja Massenprodukte. Und ich bin ja wirklich einer, der wo sagt, ich werde nichts voiden. Oder ziemlich wenig. Dafür gibt es ja diese Mods, dass ich das da reinräumen kann. Dafür gibt es dann auch irgendwann noch AE. Wobei ich dann sage, das AE wird dann nur verarbeitete Sachen drin haben, die ich halt nicht ins Lager räumen will. Es gibt auch Sachen, die will man nicht abladen. Aber wissen wir vielleicht so weit sind, dass das AE-System läuft, kann sein, dass ich wirklich alles in Java in den Drawers schon habe. Kann natürlich auch passieren. So. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder mein Upgrade verfügbar. Das ist jetzt schon mal wieder wichtig. Und ich habe jetzt wieder einen, wo ich dann Upgrades draus machen kann. So. Und wir machen jetzt sozusagen für mich den nächsten. Haben wir jetzt gesagt, das war der Rand. Dann heißt es, die Frames können rein und das kann rein. Oh, okay. Oder da. Genau, da musst du rein.
Dann hätte ich gesagt, wir verkleinern erstmal. Das heißt, ich habe jetzt als erstes meine Erde und jetzt kommt als nächstes dann Gravel. Nein, wobei. Eigentlich nein. Ich lasse mal hier frei. Dann kommt hier jetzt Stein hin. Habe ich Cobbles? Ja, ich habe einen Cobble da. Auf jeden Fall. Hätte gesagt, Cobblestone ist der nächste. Den holen wir uns auch gleich. Wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Arten von Dirt. Ich lasse ihn mal frei, ich kann es immer noch umziehen. So, habe ich den da. Dann mache ich auch jetzt gleich den Better Barrel. Das habe ich ja auch noch da. Ich glaube, ich muss jetzt dann zum ersten Mal hier richtig Barrels produzieren. Weil ich die ganze Zeit nicht gebraucht habe. Hier in der Mitte wird irgendwann das rauskommen. Mache ich aber auch dann erst, wenn es soweit ist. Weil da wird dann irgendwann Project Red mit Einzug halten. Ans obere Fass. Weil wie gesagt, ne, dass ich will hier irgendwann auf reinkommen, das in die Kiste schmeißen. Dann noch unterscheiden zwischen wird aufgeräumt in der Erzabteilung. Also irgendwann wird da drüben auch die Ingots sein und hast du nicht gesehen. Und hier wird dann alles andere sein. So, dann kann ich hier wieder zumachen und dich kann ich schließen. Und dich kann ich definitiv auch einräumen. So, dann gehen wir wieder nach vorne und holen das nächste Fässchen. Weil jetzt brauchen wir Kabel. Und einen Stein sollte ich vielleicht noch mitnehmen, weil dann kann ich nämlich gleich den nächsten machen. Weil da kommt nämlich daneben hin, Stone. Und dann wird es runtergehen. Gravel. Neben Gravel wird vielleicht nochmal auch nochmal einer Platz machen. Vielleicht mache ich ihn doch neben Erde. Muss ich gucken. Das bist du. Habe ich noch eine zweite. Moment, habe ich noch eine zweite Jabba hier? Nein, die habe ich vorne. Dann muss ich zuerst dich mitnehmen. Tut mir leid. Aber das ist schon ein Riesending, oder? Vor allem nach oben. Riesig. Seitlich sieht man ja noch nicht. Das würde so runterkrachen, das würde so das Holz abbrechen. Oder nicht Holz, das ist der Marmor. Der Marmor würde noch schneller brechen, glaube ich, alleine durch sein Eigengewicht. Aber es geht, also können wir es machen. Muss ich keine Statik beachten. Das werde ich dann aber irgendwann, ne, werde ich das peu à peu füllen. Aber ich habe jetzt gesagt, am Anfang müssen wir es halt leider machen. So, jetzt, genau, haha. Ja. Dann machen wir dich mal leer. Sind ja Gott sei Dank nur 50.000. Ich habe jetzt gerade keine Lust zu testen, ob dann die Steine weg sind oder nicht. Weil die brauche ich noch mehr. Weil ich muss alles Mögliche wieder ja zuschütten. Die ganzen Minen, das will ich alles zumachen. Ich will ja, dass das alles dicht ist da unten. Ich habe schon gesagt, ich kann das mittlerweile sogar mit Stein zumachen, aber wäre egal. Aber ich muss ja das vorher auch erstmal einen Stein irgendwo herstellen, ne? Der kommt ja nicht aus ungefähr. So. Da rein. Bin mal gespannt. Einer sagt, ich bin voll. Jetzt. Ups. Sieht man dann gar nicht.
Nö, er dürfte noch nicht voll sein. Danke. Mich wieder gelinkt. Kleines Lamina-Drawer-Fässchen. Drawer-Fässchen, glaube ich, ist doppelt gemobbelt. Nur zweisprachig. So, komm her. Also, das wird jetzt dann sozusagen der letzte sein, den wo ich hier erstmal aufräume. Alles andere wird dann immer wieder offline dazu wandern. Außer, ne, wir haben wieder mal was Neues, was wir sowieso gerade aufräumen müssen. Ich bin gerade noch beim, weil ich habe mir gerade überlegt, ob ich vielleicht ein Netherrack der Erde hin mache. Aber ich habe ja auch noch Nether Bricks. Ja, Soul Sand habe ich auch noch. Ja doch, dann mache ich das so. Dann kommt Netherrack neben die Erde, weil ja Netherrack sozusagen für mich die Erde vom Nether ist. Wobei, stimmt auch nicht ganz. Eigentlich der Stein, aber ist egal. Ihr wisst, was ich meine. So, ups. Ja, genau. Man sollte nicht neben die Tasten lang. Dann wird's witzig. So, das heißt, ich müsste jetzt eigentlich, genau, ich müsste jetzt einen rausziehen können. Dann den da reinschmeißen. Wir haben fast gesafft. Und es passen ja 4000 rein. Ja, und das testen wir dann mal. Aber wenn ich jetzt dann 1000 Steine verliere, okay, habe ich halt verloren. Aber wir wissen es. Also sobald er 5K dort steht, dann habe ich sogar nur ein paar verloren. Ja doch. 4096 und 5K, das sind fast 1000. Fast. Nicht ganz, aber fast. Und wir haben den ultimativen Test, was damit passiert. So. Axt, komm her. Also bei Java weiß ich definitiv, da wäre es weg. Hätte mir vielleicht noch die Zahl merken können, aber das schaut, glaube ich, wirklich so aus, als wären die alle noch da. Ja, super. Gut. So, dann habe ich den nächsten Drawer frei. Wie gesagt, da kommt jetzt dann peu à peu alles andere hier hinten rein. Kann das da mal hinstellen. Wie gesagt, da werde ich noch mehr brauchen. So, dann fangen wir jetzt mal mit den Mittelregalen an. Das ist ja eigentlich das viel Wichtigere. Die kommen jetzt dann so hin. Da muss ich dann auch noch das Holz drauf machen, weil das soll ja noch eine Abdeckung kriegen. Sozusagen den Holzboden. Okay. So, dann das ist jetzt Nummer 2. Half-Slabs soll ich einstecken. Ja, aber das Problem ist, ich brauche noch die anderen. Na, die Sicherheitsblöcke. Das soll ja aufpassen. Achtung, böser Pfeiler. Den solltest du mit einem Stapler niemals kaputt machen. Sonst winkt die Decke. Ganz heftig winkt die. So. Hallo, bin da. Schaut schon wieder so rötlich aus. Ich will jetzt aber hier weiterbauen, verdammt. Bitte sag mir jetzt nicht, dass jetzt schon wieder Blood Moon ist und ich jetzt
Doch. Ja, wenn jetzt hier ausgeleuchtet wäre, wäre es mir wurscht. Würde ich sagen, okay, bleib hier draußen, versuch die alle abzuwehren. Wäre mit der Armbrust kein Problem. Hibi, hüpf. Zack. Zack. Alter. Ich bin nur für einer. Angriff am besten. Ja, ich kann noch nicht. Oh, doch. Sniper-Duell. Gewonnen. Ja, nein. Hier bin ich gerannt. Rennen verboten. Die wollen ja unbedingt, ne, dass ich meinen Bogen nochmal level. Tschüss. Ja, genau. Danke. Danke, Spiel. Das war mal wieder eine Spinne, die wo man nicht erkannt hat. Ich hasse diese Dinger, ne? Ja, nee. Da muss ich es jetzt gerade so aufpassen, dass ich mich nicht aufrege. Was ist Schwachsinn hoch 5? Ja, genau. Oder hast du auf mich geschossen? Was ich bezweifle, weil du sehr weit weg bist. Ach, 5 Schaden. Ich will meine Armbrust wieder. Ja, ihr habt doch einen Treffer. Haben sich selbst eingeladen. Die wollen hier rein. Nein, danke. Ihr bleibt draußen. Ja, wie gesagt, mein Zeug werde ich jetzt nicht kriegen. Weil dafür spawnen hier zu viele. Mein Deathpoint ist da. 23 Meter weg. Kannst du mal probieren. Ja, du bist drin. Drin ist mir egal. Das. Ah, klar. Kommt das Schwein aus dem Grab. Rennen ein halbes Jahr oder was? Ja, aber es ist wirklich mittlerweile so. Wenn eine Spinne da ist, schieße ich mittlerweile nicht mehr drauf, vor allem nachts. Solange ich halt nicht sehe. Was es halt für ein Scheißviech ist. So. Das kommt in die Bubbles rein. Das kommt da rein. Zieh es mal an, zieh es an, zieh es an. Habe ich meine Armbrust wieder? Ja, kann meinen Bogen und mein anderen Ding auf ergeben. Jetzt muss ich rennen. Danke. Blind sein mag ich nicht. Ich habe mal wieder mein Leben verloren. Das kennen wir ja schon. So, was ich hier sterbe. Pff. Also,
Ich glaube, ich würde mich hier im Arsch treten, wenn ich das auf Hardcore spiele oder sozusagen mit den Herzen spiele. Da darf sich am Anfang gar nichts trauen. Sexy? Ich hör was watscheln. Au. So. Du bist eine normale Spinne. Da war jetzt nichts hinten drauf gekreuzelt. Auf dich abdrücken. Ja, wie gesagt, die Spinne, die wo dir den Schaden zurückgibt. Die spinnt wohl. Nö, das war nur eine Fackel. Okay. Aber so haben wir wenigstens ein bisschen Spaß. Oder ihr habt Spaß. Ich hab Ärger. Ich habe einen Modifier frei. Das ist ja das, was die Zombies und anderen Konsorten erreichen wollten. Das Ding wird jetzt noch böser. Und ich brauche noch mehr Redstone. So, momentan haben wir eine Draw Speed von 0,95. Da glaube ich jetzt bis 2 dort steht, ne? Jetzt dürfte es nicht mehr gehen, richtig. Und jetzt geht's wieder. Danke. So. Wir schauen gerade 0,95 oder 0,92. Ist scheißegal. Und jetzt sind wir bei 0,6. Bei dir darf ich. Hallo! Bei dir darf ich auch abdrücken, ja. Ich muss es auszugleichen, ja, in meinen anderen. Ich kann mich gleich wieder ärgern, dass ich gleich wieder verreck. Kann man nicht mal auf Zufall auf. Oh, Scheiße. Los weg hier. Das war jetzt gerade nicht gut, dass der hier geplatzt ist. Aber ich habe mal nicht gesehen. So, jetzt haben wir gleich Spaß. Ich brauche Material, das die nicht einnehmen können. Das ist Dirt. Das wäre Gravel. Gut, habe ich gerade Dirt aufgeräumt. Gravel habe ich aber noch da. So. Das wird jetzt witzig. Mal kurz aufräumen hier. Irgendeiner schubst mich hier rum. Bist du das? Oder bist das du? Ja. Du kannst dich als Melone tarnen. Das ist mir egal. Da rennen wieder drei Spinnen rum. Was bist denn du für eine? Des Tages, ich kann gucken. Eine Flying Spider. Die darf ich abschießen. Dich darf ich auch abschießen und dich darf ich auch abschießen. Nur die mit dem roten Arsch nicht. Dich muss ich abschießen und dich auch. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Armbrust mag? Danke.
Der war im Eimer. Den konnte ich mir nicht verkneifen. Der musste raus, sonst wäre ich geplatzt. So, aber wir haben jetzt da einen schönen Hügel. Bis jetzt habe ich es ja vermeiden können, dass ich die zum Platzen kriege. Den habe ich halt leider nicht gesehen. So. Wohnt da einer drin? Warum? Wenn ja, warum läuft der nicht? So, du kommst rein. Oh, schönen Pisten noch. Das kommt auch noch weg. Alles klar. So, dann brauchen wir jetzt Gravel. Dass wir das Gravel-mäßig zumauern. Kann ich nicht. Gerade mal, wo der Gravel ist. Richtig, da drin. Den Stein können sie rein. Ja, ich habe einen. Ja, muss ich so schnell wie möglich oben den Deckel aufmachen. Also das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder Erde holen. Das ist der Nachteil, wenn man alles schon ins Lager packt. Man hat ein bisschen Weg. Hat aber auch einen Vorteil, man weiß, wo alles ist. Na, das sind meine Lieblingsviecher drin. Also die kommen noch vor allem anderen. Da kommen, glaube ich, nur noch... Ja, da kommen jetzt noch diese blöden Spinnen. Die kommen jetzt mittlerweile davor. Aber alles andere ist hinter denen. Und das ist ja auch nur ein Effekt, den ich total für bescheuert finde. Und den werde ich irgendwann, wenn er mir so richtig auf den Keks geht, werde ich den ausschalten. Weil, ja. Die Erleuchtung habe ich halt nicht, dass ich sage, okay. Ich schieße mal auf 3 Kilometer Entfernung auf irgendwas drauf. Und weil das passiert, stirbst du. Weil du einen zu guten Bogen hast. Da kommt bei mir einfach nur noch nein. So stimmt ja. Da baue ich einen ab, dann platzen die ganzen runter. Das sollte ich nicht machen. Einen, oder? Ja. Ein Half-Slaps, da kommt keiner durch. Ja. Und jetzt brauche ich meinen Builder's Wand. Jetzt geht es ein bisschen zügiger. Muss das Ding wirklich komplett einmauern. Ich glaube, das geht sogar von der Höhe reichen, aber ich möchte sozusagen die Möglichkeit haben, dass ich da was abbauen kann, ohne dass die mir auf die Nuss gehen. Wer sich jetzt gleich fragt, wer? Die da. Ist. So. Schöne ist bei Erde, man kann es abbauen. Ich muss jetzt halt schauen, dass ich dann so schnell wie möglich da mein Gravel rankomme. Ich glaube, ich habe noch vorne was. Ja, ja, du mich auch. Ja, die gibt es nämlich auch in Angeln.
Die gibt es als Angelfreunde. Jetzt gibt es als verreck mich nicht. So, ja, für mich ist die Frage, komme ich da? Ja, ich komme ans Fass ran, klar, aber wenn ich natürlich mit Erde voll bin, bringe ich dich nicht weiter. Au. So. Dann versuchen wir mal. Drei Stacks müsste reichen, hoffe ich. Ja. Wir trocknen erstmal den Bereich hier aus. Erste Wasser, das mir. Ah, toll. Das bestimmt. Eine Fackel. War der erste Unterwasserfackel in Minecraft. So. Aber ich bin. Kannst du es nicht austrocknen, weil er die ganze Zeit. Ja, die Blöcke. Ach so, stimmt. Was hast du? Das ist keine Unterwasserfackel, sondern das ist, weil das Half-Slabs sind. Stimmt ja. Da war ja was. Half-Slabs bauen ja auch Blöcke ab. Also für euch, wenn ihr auch was machen wollt, wo sozusagen dann der. Ihr das Zeug noch braucht. Absolut drunter. Könnt ihr Gravel draufschmeißen, wie ihr wollt. Das war natürlich ein Dilettant. Das war natürlich der falsche. Den da hinten. Also haben doch nicht drei Stacks gereicht. Bin ja auch so eine Flachpfeife, ne? Hab mein Jabba einstecken. Und du bist so ein kleiner Bekloppter mit der Hand das Zeug abbauen, damit ich da hinkomme. Verwirrtes Mensch, ich. Rebel. So. Ich alles. Hoffe. Aber wenn ich den dann hab, dann kann ich nämlich den behutsam abbauen. So, kann ich? Ja, kann ich. Ja, sehr schön. Hat Spaß gemacht, danke. Bisschen Wasser läuft noch aus. So, und jetzt wird's lustig. Ein bisschen leveln. Alter, wie stabil seid ihr bitte? So. Und weiter geht's. Und Half-Slabs können sie auch nicht rein. Haha. Ich habe genügend Silberfische gekillt. Meine Güte. Wollte ich bestimmt. So. Danke. Und wir müssen eine Runde schlafen.
Muss eine Runde essen vor allem. Ach so, ich kann nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Ja, ist klar. Die Monster, die wo ich unbedingt weg haben will von meinem Vorgarten. Naja. So. Aber ihr habt die Technik. Nein, 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 nein. Wir machen da noch ein bisschen weiter. Ich hab's verbockt. Also habt ihr noch ein bisschen Spaß. Wie gesagt, am geilsten ist, wenn jetzt dann der Angler kommt. Der eine zieht dich rein und die und diese Monsterviecher da. Machen dich dann platt. So, so kriegt man PS, so kriegt man auch Blumen schnell weg. Jetzt wisst ihr gerade, was ich meine. Den Spaß hätte der verpasst. Kann ich euch noch nicht antun. Kann ich mir das selber nicht antun. Scheiße. Muss essen. Ich kann höchstens Blumen fressen. Oh, Gott sei Dank. Komm raus. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Ich sag's auch noch und dann macht er das. Ja, Erzähler hat doch gesagt, was ich machen soll. Ja, nein. So, das ist mir jetzt egal, dass ich jetzt da... Nö. Stimmt ja. Ich bin ja gestorben. Ich darf ja wieder alles essen. Silberfische, die angeln. Ja. Das sage ich ja. Kommen gleich nach den Spinnen. So, wir können jetzt wieder rüberhüpfen. Habe ich noch? Ja, habe ich. So. Das ist wunderbar. Wir hüpfen wieder rüber. So, weil jetzt machen wir nämlich eins. Jetzt tun wir den Gravel wieder weg. Hätte ich auch hier machen können. Dass ich ihn auch wieder einsammle. Aber nur den Gravel. Ich könnte jetzt sozusagen ja so eine Barriere bauen, dass er mich nicht ranziehen könnte, ne? Ich ziehe das jetzt mal weiter rüber. So, alles klar. So, und dann machen wir das nämlich jetzt ganz einfach. Ja, einfach ist. Wir machen uns da so eine kleine Blockade hin. Und jetzt... Oh Gott. Tschüss. Ja, ist ja gut. Komm her. Tschüss. Du sagst jetzt auch tschüss. Tschüss. Ja, weißt du, sagst nicht tschüss, du sagst kick. Mhm. Und ihr seht gerade, was da an Tonnen von Silberfischen drin ist, ne? Versucht mich gerade zu angeln, die Sau. Problem ist jetzt so gerade, ich muss jetzt auch schauen, dass ich die da unten raus mache. Ne, erstmal oben. Uah. Nein! Mami! Muss hier raus! Oh Scheiße! Das wird jetzt tödlich enden. Komme ich hier irgendwie raus?
Hallo. Ja, da komme ich. Da komme ich nach oben. Werde abgetrieben. Hat er nicht gesagt. Hat er. Ich meine auch vom Wasser. Ich weiß ja nicht, was ihr denkt. Gott. Ist das eklig. Nein. Ach Mann. Lasst mich in Ruhe. War nicht endlich draußen gewesen. Hier Schweine. Darf ich hier wieder rum? Ach, ich habe ich gar nicht gesehen. Weg. Oh, toll. Ich wollte schon immer hier drin sitzen. Hier noch ein Achso. Ich habe, das war die erste Reihe an Herzen. Ich habe schon gedacht. Ja, Freude. Kann mal hier wieder zumachen. Dann kann ich meinen ganzen Krempel mal hier zwischenparken. Werde jetzt meinen Gravel aufräumen. Super. Lauter Eimer. Und ja, dann werden wir in der nächsten Folge den Rest wegmachen, ne? Weil da habt ihr definitiv Spaß dran. Und hoffentlich dann auch am Lager weiterarbeiten. Dann, ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit weiteren Videos und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.